Was macht einen guten Outdoor-Blitz aus? Er sollte möglichst klein und kompakt sein, wie zum Beispiel ein Aufsteckblitz. Er sollte aber dennoch über die gute Leistung eines Studio-Blitzes verfügen. Und das Ganze sollte natürlich möglichst spannungsunabhängig mit einem Akku betrieben werden können. Das alles bietet uns der Godox AD300 Pro. Und bevor wir jetzt gleich in das Review einsteigen, hier ein paar Bilder aus einigen Shootings. Viel Spaß dabei! Gleich mal hier rüber auf. Hi zusammen, jetzt sind wir hier on location und zwar mit Katrin. Wir sind hier ein bisschen am Shooten und hier möchte ich euch ganz gerne mal zeigen den riesen Vorteil, den wir mit dem AD300 Pro haben. Und das ist einfach die Kleinheit und Kompaktheit. Ihr habt es gerade schon in dem kleinen Video vorweg gesehen. Ich kann ihn einfach mal in meine Fototasche reinschmeißen und gerade in Verbindung mit dem ADS-85S, also der Godox eigenen Softbox mit Godox Mount, habt ihr ein so kleines und kompaktes Packmaß, dass es gar keine Ausrede mehr gibt, keinen Blitz mitzunehmen. Und das macht es für mich gerade so interessant, mit dem AD300 Pro zu arbeiten. Wir werden jetzt hier gleich noch ein bisschen shooten. Ihr könnt uns dabei ein bisschen über die Schulter schauen. Wie gesagt, für mich der perfekte Kompromiss zwischen Größe und Leistung, weil das macht ihn letztendlich aus. Er hat das bisschen mehr Leistung, was dem AD200 meines Erachtens nach fehlt. Gerade wenn wir jetzt hier so in der Abendsonne shooten. Und dadurch haben wir schnelle Recycle Times und können jede Menge Auslösungen on location machen. Gut. Genug geredet, schaut uns ein bisschen über die Schulter, wie wir hier noch ein bisschen shooten. Ich blende ein paar Bilder mit ein und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder bei mir im Studio. Put you on trial. I was just a young child. Gave you 25 to life. All these years gone by, and you never asked why. All you did was pray to God. All you did was wait your time. Now you about to come home, and I'm about to have a child. It's gonna be worthwhile. It's gonna be worthwhile. Reminisce, I cry. Now we at the finish line. You was only 21 with a son on the run, though. You was living in the jungle. Got charged for a murder and some weed and a gun, though. You was moving like Rumbo. Did your time like a champ, never rumble. You was on the wrong path, you was young though. You ain't never let it break, you stay humble. We see the light at the end of the tunnel. I see the fire and the pain. Hey, herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Heute mit dem Review zum Godox AD300 Pro. Ihr habt es gerade schon im Intro gesehen, es ist einer meiner absoluten Lieblingsblitze. Warum? Er ist klein, leicht, kompakt
und leistungsstark. Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf ein paar technische Aspekte mit euch gemeinsam eingehen. Also, ich würde sagen, wir starten mal durch und schauen uns den Godox AD300 Pro etwas genauer an. Okay, bevor wir jetzt mit dem Blitz aber durchstarten, schauen wir doch mal an, wie er geliefert wird. Geliefert wird er in so einem tollen Hartschalenkoffer. Der schützt ihn beim Transport und organisiert natürlich auch gleich das ganze Equipment. Dort drin enthalten ist natürlich unser AD300 Pro. Dazu habt ihr noch eine Schirmbefestigung und eine Aufnahme für ein Stativ, die ihr dann unten an dem Godox verschrauben könnt. Und dazu habt ihr noch ein Ladegerät gleich mit dabei, der dann unseren 2600 mAh Akku lädt. Dazu noch eine Verschlusskappe, damit vorne unsere Blitzröhre auch jederzeit natürlich gut geschützt ist. Und das war es im Endeffekt auch schon. Viel mehr ist nicht dabei. Aber viel mehr brauchen wir im Endeffekt auch nicht. Der Godox AD300 Pro, habe ich eben schon gesagt, klein, leicht, kompakt und leistungsstark. Das sind hier die Stichwörter. Und dabei ist er funktionell auch auf den technisch höchsten Stand, den es momentan gibt. Was haben wir hier alles verbaut? Wir haben HSS verbaut, wir haben TTL verbaut und das Gerät wird gesteuert über das Wireless X-System von Godox. Das heißt, wenn ihr diesen Blitz benutzen wollt, der lässt sich natürlich nicht auf eine Kamera setzen, sondern dafür braucht ihr einen passenden Funkempfänger. Wie gesagt, es funktioniert jeder Funkempfänger von Godox mit dem Wireless X-System. Ich habe hier den X Pro S. Sehr, sehr schön zu bedienen, ist auch meine absolute Top-Empfehlung, wenn es um die Auslöser von Godox geht. Das Ganze wird dann miteinander verbunden, das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an und dann kann es im Endeffekt auch schon losgehen. Das Ganze wird dann gesteuert, entweder über unseren Trigger oder über das Gerät selbst. Denn hier haben wir die Möglichkeit, wenn ich das Ganze einmal einschalte, einmal einen Einschalter natürlich zu benutzen. Dann haben wir darüber eine Blitzkontrolle. Und ihr seht auch schon, wie schnell der Godox AD300 Pro ist. Er schafft es, in 1,5 Sekunden bei voller Leistung wieder voll aufgeladen zu sein mit dem verbauten Akku. Das sind wirklich schon Spitzenzeiten. Und umso weniger Leistung ich natürlich abrufe, umso schneller wird das Ganze auch. Wenn ich jetzt auf eine 256stel zum Beispiel runtergehen würde, dann wäre der Blitz noch schneller. Dann hätte ich sogar nur 0,01 Sekunde wieder Aufladezeit. Das heißt, hier wirklich dann in einem Rutsch mehrere Aufnahmen schnell hintereinander durchfotografiert. Das gerade natürlich dann wiederum, wenn wir schnelle Bewegungen einfrieren wollen, super wichtig. Was haben wir hier noch? Wir haben hier oben dann einmal unser Funksignal, das heißt, wir können hier einmal unseren Funkempfänger ein- und ausschalten. Wir können da oben die Gruppe und den Kanal ändern. Das brauchen wir natürlich, um ihn mit unserem X Pro S verbinden zu können. Das heißt, ich schalte das Ganze einmal an und dann sehen wir hier oben Kanal 21 und Gruppe A. Wir müssen hier also an unserem Blitz jetzt den Kanal einstellen. Dafür drücke ich einmal lange auf die Kanaltaste. Dann kann ich den Channel ändern mit diesem Wahlrad hier an der Seite. Auf Kanal 21 bestätige ich noch einmal, geht er dann da raus. Und ich muss ihn natürlich dann auch noch auf die Gruppe A setzen. Das heißt, ich drücke hier so lange, bis ich das A im Display sehe. Und schon funktioniert das Ganze. Wenn ich jetzt hier einmal die Blitzauslösetaste drücke, seht ihr schon, wird der Blitz ausgelöst und lädt sich gleich wieder auf. Jetzt kann ich hier natürlich auch jederzeit die Blitzleistung ändern. Ich habe jetzt mal auf kleinste Leistung. Und ihr seht, das funktioniert ganz wunderbar. Okay, dann gehen wir gleich weiter. Und zwar verfügt der Godox AD300 Pro nämlich noch über eine Einstelllampe. Ich schalte die mal ganz kurz an. Diese Einstelllampe ist mit langem Drücken auf diese Taste einmal in der Intensität natürlich zu steuern. Das heißt, wir haben hier 10 Stufen, um unsere Lichtleistung einzustellen. Oder ihr könnt das Ganze auch noch in der Farbtemperatur ändern. Dafür drückt ihr einmal auf die Set-Taste und habt jetzt die Möglichkeit, hier die Farbtemperatur von 3000 Kelvin hoch bis 6000 Kelvin zu ändern. Auch das ist eine Besonderheit für den AD300 Pro. Das kann nicht jeder Blitz. Das Ganze ist natürlich zum Video
Fotografieren nicht geeignet. Zum einen ist die Lampe hier vorne zu schwach. Zum anderen hört ihr auch schon, springt der Lüfter in dem Gerät an. Also wer damit gerne filmen möchte, würde ich eher abraten, alleine aufgrund der Lautstärke. Gut, wir schalten das Ganze mal wieder aus. Und hier oben über den Modus-Wahltaste haben wir die Möglichkeit, verschiedene Modis an unserem Gerät einzustellen. Was für Modis sind das? Wir haben zum einen den natürlich die Möglichkeit, auf manuell zu stellen. Dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze auf Multi zu stellen. Multi bedeutet, wir können eine Frequenz von Blitzen hintereinander abgeben. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze auf TTL zu stellen und dann wieder auf manuell. Übrigens, wenn ihr den Blitz in den HSS-Modus versetzen wollt, könnt ihr das natürlich über den Trigger, klar, oder einfach über die Taste hier oben rechts in der Ecke. Da ist das kleine H dran mit dem Blitz. Und wenn ihr das lange drückt, dann deaktiviert bzw. aktiviert ihr hier den HSS-Modus und könnt dann HSS fotografieren. Gut, soviel nochmal ganz kurz zu dem Funktionsumfang des Godox AD300 Pro. Aber wo sehe ich denn jetzt die Einsatzbereiche des Godox AD300 Pro? Für mich ist es der perfekte Outdoor-Blitz. Denn, wie gesagt, er ist klein, leicht und kompakt und das ermöglicht es mir, ihn wirklich immer mit dabei zu haben. Der findet in meiner Fototasche locker Platz, nimmt nicht viel Platz weg und hat trotzdem genug Leistung, um gegen die Mittagssonne anzukommen. Aber der Godox AD300 Pro hat noch was Besonderes und zwar den Mount vorne. Wir haben hier nämlich keinen Bounce-Anschluss, sondern wir haben ja den Godox eigenen Anschluss. Und jetzt werden natürlich viele erstmal sagen, ja, aber ist das überhaupt ein Vorteil, einen eigenen Mount hier zu haben? Ja, denn der Mount ist sehr, sehr klein. Und dadurch ist auch die Softbox deutlich kleiner und kompakter und lässt sich deutlich besser mitnehmen. Godox hat eigens für den AD300 und AD400 Pro eine eigene Softbox mit auf den Markt gebracht. Und zwar die S85S und die S65S. Das sind zwei Softboxen, die sehr, sehr flexibel einsetzbar sind. Dazu gibt es noch ein separates Video. Und uns die Möglichkeit geben, wie gesagt, alles klein zusammenzupacken. Diese Softbox ist nämlich nicht nur als Softbox einsetzbar, sondern kann gleichzeitig auch als Beauty-Dish fungieren. Durch die schöne runde Form ist das, wie gesagt, für mich der perfekte Begleiter, wenn ich draußen Outdoor fotografiere. Und beides zusammen dann sehr, sehr klein und kompakt. Aber ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie soll ich denn jetzt bitteschön meine Bounce-Softboxen mit dem Godox AD300 Pro nutzen, wenn ich mir nicht die Godox eigene holen möchte oder auch andere Lichtformer nutzen möchte? Da hat sich Godox natürlich auch was einfallen lassen und da gibt es dann den passenden Adapter. Kennt ihr vielleicht sogar schon von eurem V1, der ist nämlich etwas besonders. Und zwar haben wir, wenn man jetzt erstmal hinschaut, einfach nur eine ganz normale Aufsteckblitzaufnahme, aber diese Aufnahme kann ein bisschen mehr. Ich schraube die mal ganz hoch, denn mit den normalen Aufnahmen wäre es jetzt nicht möglich, hier den Blitz einzusetzen. Und da hat sich Godox überlegt, warum macht man das Ganze nicht rund und haben hier so einen Zwischenbracket reingebaut, den ich rausnehmen kann. Also ich kann die Halterung hier mit Aufsteckblitz nutzen oder wenn ich dann diese Aufnahme hier mit rausnehme, kann ich ihn für meinen AD300 Pro oder V1 nutzen und damit im Rundkopfsystem von Godox sehr, sehr flexibel sein. Und jetzt habe ich hier eine ganz normale Bounce-Aufnahme und kann jeder meiner handelsüblichen Softboxen nutzen. Gut, die kommt mal wieder weg. So, dann haben wir natürlich hier vorne gleich noch einen Standardreflektor mit dabei. Das habe ich eben ganz vergessen. Und wie gesagt, hier passt dann die Schutzkappe wunderbar mit drauf. Klein, leicht, kompakt und leistungsstark ist, wie gesagt, das Motto des Godox AD300 Pro. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns doch gerne mal einen Daumen nach oben da oder lasst uns doch gerne mal einen Kommentar da. Was gefällt euch ganz besonders gut am Godox AD300 Pro oder nutzt ihr lieber einen anderen Godox Blitz? Das interessiert uns natürlich auch. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.